So, da bin ich wieder. Meine Minimaus hat gewonnen. Ohne mich. Mal gucken. Schlecht gespielt. Also schlecht nicht ins Spiel gekommen, oder? Ja, die Idee war gut, die ich hatte. Nur, ich hatte meinen Gegner unterschätzt. Problem. Ja, gut. Anyway. Gut, nächste Runde. Ich will ja meine Mannschaft leveln, also raus damit. Gesamte Besatzung raus. T25 rein. Wird nicht einfacher in dem Ding. Wird nicht einfacher. Gott. Gegen 7er, nee, wird echt nicht einfacher. Ich werde jetzt mal den Scout machen, seitlich. Dabei sehr wahrscheinlich recht schnell sterben. Chancen stehen. Ich kann ja nicht mal einen Scout machen, weil ich habe ja keine Sichtweite. Ich kann nichts machen hier. Ich gehe in die Stadt rein. Wir versuchen die von hinten irgendwie. Großen Feuerlöscher drauf. Nee, das braucht es nicht. Chiri-Tieren, der ist da besser aufgehoben wie ich. Ich kann jetzt nur hier Feuerwehr spielen. In der Stadt. Das ist ein Team. Knapp 64, der geht auf die. Noch einer. Haben wir daneben geschossen. Wunderbar. Wunderbar. Hummel. Artimagnet. Ja, Hummel ist. Hätte ich merken müssen. Hätte ich merken müssen. Hätte ich merken müssen vorher. Okay, dann M6 Mannschaft raus und T14 rein. Und los geht's. Fünfer Fecht. Also gehe ich in die City. Definitiv. Gegen Churchill. KV1. VK. Und WDR. Okay. Kann funktionieren. Könnte funktionieren.
Schon ist es mal von hinten. Ein Stock. Er ging voll durch ihre Panzerung. Haben Sie nicht mal angekratzt? Schieß mit der E. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ausgeschaltet. Unser Munitionslager wurde getroffen. Ist abgeprallt. Der ging nicht durch. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung.
Wäre ich jetzt feige? Wir sind erledigt. Ratte. Ratte. Tötet sie alle. Scheiße nochmal. Ärgerlich. Ärgerliches Ende. Sehr ärgerlich. So, ich war hier stehen geblieben bei meinen deutschen Mediums, irgendwo bei dem T25O gewonnen. Sehr schön. Wie schaut's denn aus? 99, 98, 100, 99, 99. Okay, raus da. Schmalturm einsetzen. Und go. Siebener Gefecht. Medium. Ich werde... Ich werde es mal... Nee, ich werde es links außen versuchen. Links nicht außen, aber links an diesen Häusern hier vorbei. Ganz grob. Das ist mal mein erster Plan. Mal gucken, hier oben Leuchtturm und dann gucken. Leuchtturm, Häuser, Seile und dann auf geht's. Schauen, wie sich's entwickelt. Safe eigentlich.
fangen hier bei den Häusern an eigentlich. Also eigentlich. Okay, hinter mir, kommt. Da gibt's genug. Also da muss ich mich jetzt nicht. Hier fangen meine Probleme an. Im Großen und Ganzen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Funke ausgefallen. Reichweite verringert. Oh, jetzt fangt nicht an zu cappen bei 9,6 bitte, Leute. Das kann nicht sein. Hellcat macht uns gleich das Leben zur Hölle. Nee, macht sie nicht. Auch nicht. Nee, komm, macht keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn. 44, du stirbst sowieso. Macht echt keinen Sinn, jetzt zu kämpfen. Wirklich keinen Sinn. Ja, genau. Ab in den Keller. Das war der Vorort. Wirkungstreffer! Die mich echt getroffen, Heck, obwohl ich eben beim Zurückfahren war. Komm. Treffer!
Naja, war auch nicht das beste Spiel meines Lebens, aber ich habe überlebt. Ich habe gewonnen. Oder wir haben gewonnen. Ich habe meinen Job gemacht. Ja, geht so. Geht so. Ja, gut. 199, 100, 100, 100. Okay, einmal noch, eine Runde noch mit dem Panther M10. Dem Panther M10. Und ich bin ja fast der Überzeugung, dass ich... dass ich mir wieder ein paar Erfahrungspunkte ansammle, die kaufe. Also, Panzer-Erfahrungspunkte in freie Erfahrungspunkte umwandle. Weil ich habe eigentlich keinen Bock, den M50-Stock zu fahren, oder? Am Stockzustand. So, Panther M10. Außenrum, ja. Untenrum, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Außenrum, tendenziell eher außenrum. Ist ja, ich werde erstmal rauf von Snipern. Und dann gucken, wie sich das entwickelt. Legen wir los! Stehen die Chancen. Mal ganz kurz gucken, was hier so kommt, ob da jemand drin steht auf der Sniper-Position. Beim sechsten Sensor ist es nicht. Thank you.
Fahrzeug ausgeschaltet. Wirkungstreffer! Der ging voll durch ihre Panzerung. Fahrer verwundet! Wir können nicht mehr so schnell fahren! Der ging voll durch ihre Panzerung! Hi Federl, ich grüße dich. Fuck doch mal. Harter Fight. Harter Fight, harter Fight. Ich hab die 100%, glaube ich. Jetzt macht's langsam keinen Spaß mehr. Ja, ich hab sie. Aushängt. Mann, 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 Mann. Okay. Also was will ich unbedingt noch machen? Unbedingt, unbedingt, unbedingt heute Abend. T34. Der wäre wirklich wichtig, der wäre wirklich wichtig. Es ist schon fast 10:30. Das Bett ruft, die Arbeit ruft. Die Arbeit und das Bett am Marientier-34. Also definitiv hier oben rum. Los geht's! Nehmen.
oben. Rein dahin. Aushängt. Fuck. Doch mal stehen ganz kurz, Lorraine, bitte. Ich muss bis hier vorfahren. Seitlich durch den Turm. Manchmal verstehe ich es nicht. Echt nicht. Der ist abgeprallt. Gibt's doch nicht. Kette verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Unser Munitionslager wurde getroffen! Ist rein. Also. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja, 15:17. Okay. Ich komme gerade nicht zum Kommentieren, weil ich irgendwie damit beschäftigt bin zu spielen. Schade eigentlich ein bisschen. Schade, sehr schade, sehr schade. Viel zu angespannt. Ich bin gerade viel zu angespannt. Gestern war das viel cooler. Viel, viel cooler. Ja, gut, M6 hier. Besatzung rein. Wir haben falschen eingesetzt, ich Idiot. Besatzung rein. Also der. Es gibt ja noch die zwei. Eigentlich die drei, die müsste ich echt noch spielen. Aber ich kann nicht mehr. Es ist 22:20. Ich muss echt ins Bett, damit ich morgen einigermaßen fit bin, Leute. Tut mir echt leid. Ich höre jetzt auf. 10:30.
gute Zeit, bis ich im Bett bin, ist es eh 11, weil Sachen machen und so. Und ich gehe mal davon aus, dass wir uns hoffentlich morgen wiedersehen. In alter Frische. Ganz kurz mal angucken, was ich so gemacht habe heute Abend. 66% gewonnen. Das ist schon weit über meinem Standard, aber egal. Ich bin zufrieden. Es gibt auch Abende, wo ich wesentlich weniger gewinne. Und wo ihr wesentlich weniger Spaß habt, dabei mir zuzusehen. Alles klar. Dann bis morgen. Tschüss. Und tschüss, Federl. Du bist der Einzige, der sich hier im Chat zu erkennen gegeben hat. Ciao.